Welcher Zusammenhang besteht zwischen Yin und Yang und den fünf Elementen, den Wandlungsphasen, zu den inneren Organen des Menschen? Welche Rolle genau spielen die Energie, das Qi, Blut und Essenz, das Jing, im menschlichen Körper? Welcher Zusammenhang besteht zwischen Körper, Seele und Geist? Wie können Sie das Gleichgewicht, die Harmonie aller Organbereiche, die Harmonie zwischen Körper, Seele und Geist innerhalb Ihres Körpers erreichen? Erste Hilfe mit chinesischer Kaisermedizin ist ein Nachschlagewerk für die ganze Familie. Erstmalig wird in diesem Ratgeber das über Jahrtausende gereifte Wissen über die Medizin der chinesischen Kaiser praktisch und für jeden verständlich dargestellt. Mit leicht anwendbaren Verfahren, Kräutern, Nahrungs- oder Nahrungsergänzungsmitteln lassen sich effektiv Krankheiten bzw. Beschwerden lindern oder beseitigen. Ob Allergien, Bauchschmerzen, Erkältung, Verletzung, Rückenschmerzen, Sodbrennen oder Zahnschmerzen, hier werden Sie schnelle Hilfe erfahren. Was unterscheidet unser Wissen der chinesischen Kaisermedizin von den normalen TCM? Und die Unterschiede ist, dass wir in einer sehr, sehr alt Wissenvermessnis stehen. Dieser Wissenvermessnis ist nicht nur Jahrhundert, sondern Jahrtausend überdauert. Das ist die uralt Wissenvermessnis der Wu-Familie, die in ihrer ursprünglich auf die erste Kaiser Huangdi, der Gelbkaiser in China, überhaupt zurück. Die Gelbkaiser, das ist ungefähr in die Zeithaus 4700 Jahre. Ne? Und ihnen werden die medizinische Klassik der Huangdi Neijing, der Medizin der Gelbkaiser, zugeschrieben. Es ist bis heute Grundlage der ärztlichen Ausbildung in China überhaupt. Allen Wirren der Zeit zum Trotz konnte das ursprüngliche Wissen in den Traditionen einer Großfamilie bis in die heutige Zeit bewahrt bleiben. In diesem Wissensvermächtnis sind nicht nur umfassende Kenntnisse der ursprünglichen chinesischen Kaisermedizin oder des Feng Shui des alten Himmels erhalten geblieben, sondern auch der erste Ming Tang. Informationen hierzu finden Sie auch auf der Seite www.ming-tang.de. Die Wurzeln der einstigen Herrscherfamilie Wu gehen geradlinig über den Begründer des Reiches Wu zurück, Ji Taibo, später bekannt als Wu Taibo. Er ist der direkte Nachkomme in 12. Generation von Huangdi, dem legendären gelben Kaiser. Die Autoren bringen nicht nur ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrer Praxis und Lehrtätigkeit mit ein, sondern sie stehen selbst in dem direkten, uralten Wissensvermächtnis der Wu-Familie, die in ihrem Ursprung auf den ersten Kaiser Huangdi, den gelben Kaiser vor ca. 4700 Jahren, zurückgeht. Ihm wird der medizinische Klassiker des Huangdi Neijing, die Medizin des gelben Kaisers, zugeschrieben. Es ist bis heute Grundlage ärztlicher Ausbildung in China. In diesem ältesten Medizinbuch wurden bereits 13 Medizinrezepturen der späteren Wu-Familie als Beispiele beschrieben, um zu verdeutlichen, wie diese Medizin von innen her wirkt. Entsprechend den Familientraditionen wurde seit Huangdi das Wissensvermächtnis über die Hintergründe und die Medizin sowie die Rezepturen immer an den jeweiligen Nachfolger übertragen. Jeder Herrscher von Wu war somit mit dem Wissen der Allerersten, also dem Wissen des alten Himmels, vertraut und besaß umfangreiche Kenntnisse der chinesischen Kaisermedizin, der Medizin des goldenen Phönix. Die Traditionen blieben so bis heute lebendig, obgleich das Reich Wu durch Intrigen und Korruption lange untergegangen ist. Bereits zu Zeiten von Kung Fu Tse vor ca. 2500 Jahren galten besonders die Tonika des Wu-Clans als das wichtigste Geschenk der Götter, neben der Jade und dem Tee. Ihren Ursprung hatten sie bei Shennong direkt. Obgleich das Reich Wu längst zerstört wurde, gibt es den Wirren der Zeit zum Trotz
Noch heute Nachfahren dieser legendären Familie, die das Wissensvermächtnis seit dem Untergang von Wugou seit Jahrtausenden eher im Verborgenen bewahren konnten. Die grundlegenden Rezepturen des Wu-Clans von Jin Feng wurden im Wesentlichen nie verändert, aber stetig erweitert und die Einhaltung der überaus hohen Qualitätsansprüche überwacht. Diese Wu-Rezepturen bilden die eigentliche Essenz der chinesischen Medizin und sind damit der älteste Medizinschatz überhaupt. Das in dieser Familie bewahrte Wissen umfasst Kenntnisse über physische, aber auch metaphysische Gesetzmäßigkeiten, die für Mensch, Erde und Kosmos gelten. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse konnten seit nahezu 5000 Jahren die wirksamsten Rezepturen für verschiedenste Erkrankungen hergestellt werden. Die alte Kaiserhofqualität der Wu-Rezepturen von Jin Feng Shong Cao Yao Tang zeichnet sich durch höchste Kräuterqualität in Verbindung mit fast unerreichbarer Meta-Energie aus. Auch in jüngster Vergangenheit während der Kolonialisierung und der darauffolgenden chinesischen Kulturrevolution im letzten Jahrhundert konnte jener Wissensschatz unter Geheimhaltung eher im Verborgenen noch immer bewahrt werden. Im heutigen China sind viele dieser Kenntnisse innerhalb der modernen, sehr maoistisch geprägten chinesischen Medizin, der modernen TCM, der traditionellen chinesischen Medizin, so nicht mehr zu finden. Chinesische Rezepturen, so auch besonders von Jin Feng, sind seit Jahrhunderten und Jahrtausenden in China sehr berühmt und wirken von innen heraus, wo sie das Gleichgewicht der Kräfte wiederherstellen, das Immunsystem wesentlich stärken und dem Körper neue Lebenskraft, Energie und Vitalität geben. Das Therapieren mit Heilkräutern, Nahrungs- und Nahrungsergänzungsmitteln nimmt in der chinesischen Medizin seit Jahrtausenden den wichtigsten Stellenwert überhaupt ein. Entgegen der oft noch vorherrschenden Annahme, Akupunktur wäre die chinesische Medizin schlechthin. Durch die Einnahme dieser Nahrungsergänzungsmittel von Jin Feng, die zu den wichtigsten Schätzen der traditionellen chinesischen Medizin gehören, können sie natürlich nicht nur ihren Körper stärken, sondern auch eine Vielzahl von Krankheiten wirksam vorbeugen. Die Highlights der Jin Feng Produktlinie sind nach sehr alten, geheim gehaltenen Familienrezepturen hergestellte Tinkturen, besonders hochkonzentrierte Heilkräuterauszüge, die die Energien bestimmter Körperbereiche äußerst wirkungsvoll tonisieren. Nach geltendem EU-Recht sind diese Tonika reine Nahrungsergänzungsmittel und zählen als Kräuterliköre bzw. aromatisierte weinhaltige Getränke. Traditionell werden sie in China nur teelöffelweise mit Wasser verdünnt getrunken. Im Han-Gao-Chong-Siegelbuch der Biografie eines der ersten Han-Kaiser wird über unsere Tonika bereits vor 2200 Jahren Folgendes geschrieben. Die beste Güteklasse der Medizin muss drei Eigenschaften haben. Geist, Essenz und höhere Energie. Diese drei müssen miteinander koexistieren. Essenz wandelt Energie um. Energie wandelt Geist um. Oder Geist wandelt Energie um und Energie wandelt Essenz um. Der stetige Kreislauf dieser Energien wirkt auf meinen ganzen Körper. Die Wu-Familie erhielt die alten Traditionen innerhalb ihrer Linie und übertrug diese von Generation zu Generation. Als einziger europäischer Nachfahre führt Frank Behrendt die alten Traditionen dieses kulturellen Vermächtnisses fort. Als chinesischer Großmeister ausgezeichnet und in Deutschland als Heilpraktiker zugelassen, konnte er in seiner Praxis schon vielen Patienten behilflich sein. Er war und ist stetig bemüht, ihnen entsprechend dieser uralten Familientradition den richtigen Weg zu weisen. Das ursprüngliche Wissen wird von ihm in außergewöhnlichen Seminaren und Ausbildungen oder Publikationen weitergegeben. Das bereits in zweiter Auflage erschienene Buch beschreibt aber nicht nur leicht anwendbare Kräuterrezepturen und verschiedene Fertigpräparate, sondern auch einfachste Nahrungsmittel und Zubereitungsmöglichkeiten, mit denen Sie therapeutische Wirkungen selbst erreichen können.
So wird beispielsweise dargelegt, wie auch Birnen oder Walnüsse zum Lindern bzw. Heilen von Erkrankungen unterstützend eingesetzt werden können und so weiter. Dieser überaus nützliche Ratgeber kann Ihnen und Ihrer Familie effektive Hilfe ermöglichen, um bei verschiedensten gesundheitlichen Problemen leicht schnelle Hilfe leisten zu können. Holen Sie sich noch heute Ihr persönliches Exemplar und entdecken auch Sie die unverzichtbaren Möglichkeiten durch die leichte Anwendung bewährter Methoden durch Jahrtausende alte Erfahrungen. Bestellen Sie direkt bei www.tcm-fachverlag.de. Für medizinische Anfragen, Untersuchungen oder Behandlungsmöglichkeiten nutzen Sie bitte das Angebot der Jinfeng Praxis der TCM, die als erste Praxis im deutschsprachigen Raum etabliert wurde, die chinesische Kaisermedizin der Wu-Familie nach den alten Traditionen von Großmeister Wu Gongzhi anzuwenden und nach diesen Regeln zu praktizieren. Informationen hierzu finden Sie unter www.praxis-der-tcm.de.